Die Wohnungssituation ist in großen Teilen der Bundesrepublik immer noch so unbefriedigend, dass tatsächlich außerordentliche Maßnahmen erforderlich sind, um hier schnelle Abhilfe zu schaffen. Durch die überhöhten Mieten fehlt es hinten und vorne an Geld. Die paar Jahre, wo ich noch auf der Welt bin, möchte ich bitte hier einfach wohnen bleiben. Bezahlbarer Wohnraum ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Mal wieder. In dieser Kontextfolge wollen wir uns anschauen, wie sich die deutsche Wohnungspolitik verändert hat, welche Maßnahmen ergriffen wurden und warum Wohnen trotzdem immer wieder zum Problem wird. Vom massiven staatlichen Wohnungsbau nach dem Zweiten Weltkrieg hin zur Forderung nach Enteignung großer Wohnbaukonzerne heute. Warum gelingt es der Politik nicht, dauerhaft für ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen? Willkommen bei Kontext, ich bin Theo Koll. In vielen deutschen Städten steigen die Mieten seit Jahren. In Frankfurt lag der Quadratmeter 2018 bei 13,59 Euro. In München sogar bei 17,73 Euro. In Berlin hat sich die Angebotsmiete zwischen 2006 und 2018 verdoppelt. Was aber zur Wahrheit auch dazugehört, im Vergleich mit anderen Metropolen waren die Mieten in der Hauptstadt über Jahrzehnte vergleichsweise sehr günstig. Das ändert aber natürlich wenig am Unmut über den Anstieg. Immer wieder demonstrieren sie gegen hohe Mieten und die Wohnungsnot in Berlin. Große Konzerne wie Deutsche Wohnen sollen enteignet werden, fordern einige. Auch darüber stimmen die Berliner bei den Abgeordnetenhauswahlen in einem Volksentscheid ab. Das Ergebnis: 56,4% stimmen für Enteignung. Aber Enteignung als wohnungspolitisches Instrument ist hochgradig umstritten. Schließlich müsste das Land die Konzerne mit Milliarden entschädigen, Geld, mit dem man ansonsten neue Wohnungen bauen könnte. Damit wir Enteignung verhindern, weil wir das nicht wollen, müssen wir jetzt mit einer klaren Regelung zur Mietpreis-Obergrenze in den Städten wie Berlin, wo Menschen aus ihren Vierteln vertrieben werden, dafür sorgen, dass es zu dieser Maßnahme nicht kommen wird. Und das ist auch mein Vorschlag, dass auf Bundesebene den Städten ermöglicht wird, wo wirklich die Mieten explodieren, dass man dort Mietpreis-Obergrenzen einziehen kann. Eine Enteignung, wie sie jetzt wieder in die Debatte eingebracht wird, führt nur dazu, dass der Mangel anders verwaltet wird, aber nicht, dass er aufgehoben wird. Diese Enteignungskampagne ist ja ein Hilferuf. Ist ein Hilferuf der Mieter in Berlin. Welche Möglichkeiten aber haben Staat und Politik, um auf dem Wohnungsmarkt erfolgreich einzugreifen? Im Bereich Wohnen gibt es vier zentrale politische Stellschrauben, die einen genaueren Blick lohnen. Sozialer Wohnungsbau, Eigentumsförderung, Wohngeld und Mietrecht. Springen wir kurz zurück ans Ende des Zweiten Weltkriegs. Juli 1945. Berlin, die ehemalige Reichshauptstadt, ist nur noch eine Trümmerlandschaft. Zu mehr als drei Viertel zerstört sind Städte wie Köln, Kassel, Koblenz, Mainz, Frankfurt an der Oder, Würzburg. Fast 3 Millionen Wohnungen sind völlig zerstört. 2,5 Millionen schwer beschädigt. In dieser Situation ist klar, dass der Staat sich einmischen muss, um Wohnraum für seine Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Und das erste wohnungspolitische Instrument kommt ins Spiel, der soziale Wohnungsbau. Also staatlich geförderter und bewusst preiswerter vermieteter Wohnraum. 1950 wird in der Bundesrepublik das erste Wohnungsbaugesetz verabschiedet, die Grundlage für den sozialen Wohnungsbau der folgenden Jahrzehnte. Innerhalb von 10 Jahren finanziert der Staat den Bau von 3,3 Millionen Wohnungen. Doch das System kommt mit einer Schwachstelle. In jeder Minute entsteht seit 1953 in der Bundesrepublik eine Wohnung. Soweit diese Wohnungen mit Steuermitteln gefördert wurden, waren sie vor allem für Mieter mit bescheidenem Einkommen gedacht. Eine Fahrt durch manche Sozialsiedlung lässt allerdings daran zweifeln, ob hier wirklich nur kleine Einkommensbezieher wohnen. Zwar müssen Mieterinnen und Mieter bei Einzug ihre Bedürftigkeit nachweisen, das aber wird später nicht mehr kontrolliert. Die Folge: Im Lauf der Zeit kommt es zu immer mehr Fehlbelegungen. Mehr noch als die Fehlbelegungen ruiniert aber
Der Skandal um das gemeinnützige Wohnungsunternehmen Neue Heimat in den 1980ern, den Ruf des sozialen Wohnungsbaus. Der Spiegel hatte aufgedeckt, dass sich Vorstandsmitglieder der Neuen Heimat über Tarnfirmen Geld abgezweigt hatten. Der Vorstand der Neuen Heimat wird in Urlaub geschickt. Der Schuss der Journalisten des Spiegels traf also ins Schwarze. Der Vorwurf, Manager des gewerkschaftseigenen Unternehmens Neue Heimat benutzen ihre Posten, um private Vermögen anzusammeln. Diesen Vorwurf trifft das Ansehen der gesamten Gewerkschaftsbewegung. Der Skandal bringt die sogenannte Wohnungsgemeinnützigkeit, von der auch die Neue Heimat profitiert hatte, massiv in Verruf. 1990 wird die Wohnungsgemeinnützigkeit im Zuge einer Steuerreform unter einer Regierung aus CDU, CSU und FDP abgeschafft. Man hat damals, anstatt das Wohngemeinnützigkeitsgesetz zu reformieren, es gleich ganz abgeschafft. Das war ein ganz klarer Fehler. Heute fällt uns das auf die Füße, jetzt wo wir zu wenige Wohnungen haben, weil die besondere Förderung in diesem besonderen Segment der Gemeinnützigkeit nicht mehr stattfindet. Unter der Regierung von Kanzler Kohl zieht sich der Staat zunehmend aus dem Wohnungsmarkt zurück. Begründet wird dies damit, dass der Markt weitestgehend ausgeglichen sei. Und tatsächlich vermelden die Nachrichten schon Mitte der 80er Jahre sogar ein Überangebot. Köln, Stadtteil Chorweiler. In den 70er Jahren wurden hier 8000 Wohneinheiten gebaut, ausschließlich Sozialwohnungen. Auch Sozialwohnungen stehen leer, 400 alleine in dieser Trabantenstadt. Aus der Wohnungsnot der Nachkriegsjahre ist ein Wohnungsüberschuss geworden. Es gibt mehr Wohnungen als Haushalte, Hunderttausende von Wohnungen stehen leer, vielerorts sinken die Mieten. Doch es dauert nicht lange und schon wieder kommt es zu Engpässen. Steigende Einkommen führen dazu, dass Menschen in größere Wohnungen ziehen. Die steigende Zahl von Einpersonenhaushalten und der Zuzug von Aussiedlern aus der Sowjetunion erhöhen den Druck auf dem Wohnungsmarkt weiter. Hinzu kommt, mit Blick auf den noch vorhandenen sozialen Wohnungsbau, dass mehr Wohnungen aus der Preisbindung fallen, als neue hinzukommen. Der Bestand an Sozialwohnungen hat sich dadurch zwischen 2006 und 2019 fast halbiert, ist runter von 2,1 auf 1,1 Millionen. Und damit sind wir beim zweiten Versagen deutscher Wohnungs- und Baupolitik, der Eigentumsförderung. In der ideologisch aufgeladenen Zeit des Kalten Kriegs ist die Förderung von Wohneigentum weder in West noch in Ost ein Selbstzweck. Wohnungsbauminister Paul Lücke 1960: Das Familienheim ist sozialpolitisch und staatspolitisch wichtig. Gerade in unserer bedrohten Lage am Eisernen Vorhang hängt unsere ganze Zukunft davon ab, persönliches Eigentum in möglichst vielen Händen zu schaffen. Die Idee dahinter, wer im Eigentum wohnt, ist nicht so empfänglich für sozialistische Ideologien. Um zum Eigenheimbau oder Kauf zu motivieren, werden steuerliche Vorteile, Eigenheimzulagen oder aktuell Baukindergeld in Aussicht gestellt. Auch in der DDR übrigens entstehen in den 70er Jahren Eigenheimsiedlungen. Eigenheim und noch dazu staatlich gefördert im Lande des Volkseigentums oder besser Staatseigentums, das scheint ein Widerspruch. Noch mehr, wenn man sich erinnert, dass Miethausbesitz durch festgefrorene, niedrige Mietsätze dem Eigentümer mehr Sorgen als Einnahmen bringt. Während der Althausbestand überall in der DDR, ob in Staats- oder Privatbesitz, zusehends verfällt, entstehen am Rande von Provinzstädten rund 10.000 hübsche Eigenheime pro Jahr. Sie sind Teil eines Wohnungs- und Sozialprogramms und vielleicht deswegen doch kein Widerspruch zum herrschenden System. Aber in Ost wie West gilt, die Quote der Menschen, die in Wohneigentum leben, ist so niedrig wie in keinem anderen EU-Land. Über die Hälfte der Deutschen sind Mieterinnen und Mieter. Und damit die sich das Wohnen leisten können, gibt es ein weiteres wohnungspolitisches Instrument, das Wohngeld. Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zur Miete. Wer die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, hat auf das Wohngeld einen Rechtsanspruch. Wohngeld ist kein Almosen. Die Möglichkeit, vom Staat Wohngeld zu kassieren, wird inzwischen von 1,4 Millionen Bürgern und Familien genutzt. Das sind 7-mal mehr als vor 8 Jahren. 1965 wird dieses Wohngeld eingeführt. Zwar wird in den folgenden Jahrzehnten mal über die Höhe oder über seine Finanzierung gestritten, und dennoch bleibt es
über Parteigrenzen hinweg unumstritten. Was aber, wenn man in seiner Stadt trotz Wohngeld gar keine bezahlbare Wohnung findet? Kommen wir zum vierten und letzten Instrument, dem Mietrecht. Ein kurzes Experiment auf diesem Gebiet wagte das Land Berlin. Ab Februar 2020 sollte der sogenannte Mietendeckel den Anstieg der Mieten in der Hauptstadt bremsen und teilweise sogar rückgängig machen. Es ist der größte Tabubruch der jüngsten Geschichte, insbesondere weil es am Ende keine Rechtssicherheit gibt, weder für die Mieterinnen und Mieter noch für den Vermieter. Und eine Landesregierung ist stets angehalten, auch für einen Rechtsfrieden zu sorgen. Und den stellt sie nicht her, sondern sie sorgt für ein absolutes Chaos am Wohnungsmarkt. Das Bundesverfassungsgericht aber hat, wie von vielen vorhergesagt, den Mietendeckel gedeckelt. Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel in Berlin gestoppt. Das entsprechende Landesgesetz sei verfassungswidrig, denn der Bund habe das Mietpreisrecht bereits abschließend geregelt. Heißt, da der Bund mit der Mietpreisbremse bereits Regelungen zur Begrenzung der Miethöhe getroffen hat, steht es dem Land Berlin gar nicht zu, die Miete zu deckeln. Es war der klassische Fall von gut gemeint und schlecht gemacht. Im Ergebnis führte der Mietendeckel zu weniger Wohnungsangeboten und zur Zurückhaltung möglicher Bauplanungen. Das Absurde an der Situation: noch vor 15 Jahren verkauften Kommunen wichtige Wohnungsbestände, um ihre knappen Kassen aufzufüllen. Also an goldene Gullideckel und Ähnliches denken wir natürlich überhaupt nicht, auch nicht an die Vergoldung des Rathausturmes. Aber wir wollen natürlich unser Schulsanierungsprogramm auch in absehbarer Zeit abschließen. Wir müssen Kindertagesstätten neu bauen. Dresden wächst ja auch von den Geburtenzahlen her. Deutschland im Wohnungsausverkauf, wo immer öffentliche Wohnungen verkauft werden. Die meist ausländischen Investoren warten schon. Der soziale Wohnungsbau befindet sich seit Jahren auf dem Rückzug. Die Eigentumsförderung hat nicht nennenswert dazu beigetragen, dass weniger Menschen auf dem Wohnungsmarkt um Wohnungen rangeln. Es stellt sich also die Frage, was planen die Ampelparteien, um die Wohnungssituation in Deutschland zu verbessern? Das gehört doch dazu, wenn man ein gutes Leben führen will, dass man sich die eigene Wohnung leisten kann, dass auch eine normale Arbeitnehmerin und ein normaler Arbeitnehmer doch noch mal die Perspektive hat, sich vielleicht ein kleines Häuschen abzusparen. Das muss in diesem Land möglich sein und dafür müssen wir kämpfen. Und ich frage mich echt auch, wo die Sozialdemokratie war, als man sie eigentlich brauchte, weil dass die sozialen Bindung aufgelöst worden ist, das ist ja nichts, was man nicht ändern könnte, sondern damit Wohnraum nicht aus der sozialen Bindung will, kann man das Gesetz ändern an der Stelle. Wir werden das Problem angespannter Wohnungsmärkte in Deutschland nur dann lösen, wenn wir mehr Investitionen in Wohnraum haben, wenn mehr gebaut wird, wenn auch Wohnraum aufgewertet wird. Hier die vier wichtigsten Punkte aus dem Koalitionsvertrag. Erstens, die Förderung des Wohnungsbaus. 400.000 Wohnungen sollen jedes Jahr entstehen, 100.000 davon öffentlich gefördert. Zweitens, Bauen soll weniger kosten. Um das zu erreichen, sollen serielles Bauen, Digitalisierung, Entbürokratisierung und Standardisierung gefördert werden. Drittens, die finanzielle Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau soll fortgeführt und erhöht werden. Und viertens, außerdem soll eine neue Wohngemeinnützigkeit mit steuerlicher Förderung und Investitionszulagen eingeführt werden. Letztlich ist die Frage nach bezahlbarem Wohnraum aber nicht nur eine Frage der Politik. Mehr Menschen wohnen allein, jeder in seiner eigenen Wohnung, am liebsten auch noch mit mehr Platz. Der Anteil der Einpersonenhaushalte lag 1961 noch bei 20,6%, 2019 aber bereits bei 42,3%. Da hilft es auch nicht, dass die Zahl der Wohnungen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Die Politik hat immer wieder massive Steuerungsfehler gemacht, aber auch unsere Ansprüche gestalten die Nachfrage auf dem Markt. Auch wir müssen uns fragen, wie wollen wir künftig wohnen? Auch darüber lohnt es sich zu diskutieren. Reichen die Pläne von SPD, FDP und Grünen, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen? Was denken Sie? Schreiben Sie es uns in die Kommentare. Für weitere Nachrichtenthemen, Analysen, Hintergründe und spannende Recherchen abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn Sie nach dieser Folge noch mehr Kontext sehen wollen, dann schauen Sie sich doch das Video mit meiner Kollegin Aminata Belli zum Thema Legalisierung von Cannabis an. Und wenn Sie mehr zum Thema Wohnen sehen wollen, schauen Sie sich doch mal dieses Video der Kollegen auf diesem Kanal an.